Der nächste Redner ist von den Grünen, Harald Walser, selbst Gymnasialdirektor. Symptomatisch, was diese Landesschulinspektorin anbelangt. Das sind Beschwerdebriefe über sie. Das sind Verfahren, die ich im Laufe des letzten Jahres zugeschickt bekommen habe. Da stehen unglaubliche Vorgänge drin. Diese Frau ist nicht qualifiziert für dieses Amt. Das ist offenkundig. Und ebenso offenkundig ist es, ich habe diesbezüglich auch vor einem Jahr schon eine Anfrage gestellt, ich werde nächste Woche noch einmal eine Anfrage dazu anbringen, ebenso offenkundig ist es, dass das System der Schulaufsicht hier kläglich versagt. Denn die Behörde inklusive ihrer höchsten Beamten, der Sektionschefs in ihrem Haus, Sektionschef Stelzmüller, Sektionschef Siegel. Beide wissen davon, und zwar seit langem. Beide sind untätig, das ist in meinen Augen eine Verletzung ihrer Dienstpflichten. Diesen Fall herunterzuspielen, wie das die Kollegin von der ÖVP macht, als Animosität zweier Frauen, sozusagen ein Zickenkrieg, das ist eine Ungeheuerlichkeit der Sonderklasse. Und ich verlange hier schon, Frau Kollegin, dass Sie sich bei den Betroffenen an diesen Schulen vielleicht entschuldigen. Zu entschuldigen hat sich allerdings auch die Republik. In Ihrem Auftrag, Frau Ministerin, hat die Finanzprokuratur auf das Klagschreiben geantwortet. Ich zitiere hier aus diesem Akt. Da wird nämlich diese Frau, die Frau Direktor Meyer, doppelt fertig gemacht. Die Genialität des Ehegatten der Klägerin ist unbestritten. In Beziehungen, in welchen ein Ehegatte besonders beruflich erfolgreich ist, bringt dies den anderen Ehegatten in eine schwierige Situation, da er dann Genie und Genialität des Ehegatten zur Kenntnis nehmen muss. Das könnte zu einer seelischen Verstimmtheit beigetragen haben. Also das ist derart unglaublich, was hier vorgeht. Schuld ist das Mobbingopfer und das bitte kriegt das Mobbingopfer offiziell von der Republik Österreich in ihrem Auftrag von Ministerin mitgeteilt. Ich glaube, hier ist sofortige Handlungsweise angebracht. Wir brauchen, und dieser Fall belegt das exemplarisch, Frau Direktor Meyer sitzt übrigens oben, ich begrüße Sie zu dieser Sitzung extra auch noch. Dieser Fall muss von uns zum Anlass genommen werden, das gesamte System der Schulaufsicht zu hinterfragen. Was wir hier haben, ist ein parteipolitisch verfilztes System, das seiner eigentlichen Aufgabe nicht mehr gerecht wird. Und Kollege Meyer, der Landesschulrat ist bitte eine Bundesbehörde. Das hier abzuschieben an die Länder, das ist zu billig. Hier hat die Bundesministerin einzugreifen und ich fordere sie auf, hier auch wirklich endlich aktiv zu werden. Was wir brauchen, ist ein qualifiziertes Rückmeldungssystem an die Lehrerinnen, an die Direktorinnen. Was wir brauchen, ist Unterstützung für mutige Direktorinnen, die sich hier nicht unterkriegen lassen. Und ich glaube, wir müssen der Frau Direktor Meyer wirklich hier auch hochoffiziell unseren Dank aussprechen dafür, dass sie sich wehrt, dass sie kämpft gegen diese Zustände und dass sie sich das nicht gefallen lässt, was ihr hier zugemutet wird. Wir haben bestimmte Kompetenzbereiche, wir haben unklare Kompetenzbereiche und natürlich liegt die Wurzel des Übels darin, dass das gesamte Schulsystem parteipolitisch zwischen Rot und Schwarz größtenteils in Kärnten, wie wir alle wissen, sind die Blauen auch kräftig beteiligt, der zugeteilt. Ja, Sie waren natürlich diejenigen, die diesen Weg bereitet hat. Da gibt es haufenweise Klagen aus Kärnten über das, was da abgegangen ist. Machen wir es kurz. Nehmen wir das Ganze zum Anlass, hier wirklich grundlegend über Schulaufsicht zu diskutieren. Inspektoren der alten Art haben in diesem modernen System ausgedehnt. Wir brauchen qualifizierte Rückmeldungen. Wir brauchen ganze Gruppen, die an Schulen gehen, die mit allen Betroffenen diskutieren, die mit den Betroffenen auf Augenhöhe diskutieren und nicht in Hofratsmentalität ihre Untergebenen abqualifizieren. Danke.
Die angesprochene Landesschulinspektorin sei nicht kompetent, die Aufsicht in der Schulverwaltung versage in diesem Fall. Die Wurzel des Übels liege aber darin, dass das Schulsystem politisch zwischen Rot und Schwarz und im Fall Kärnten auch mit der FPÖ aufgeteilt sei.